So, willkommen zurück zu Nioh. Hallo. Hallo. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Weil wir haben ja schon wieder so viel doppelt. Schwarzstahl-Axt haben wir doppelt, Opfer da bringen. Jumi-Langbogen haben wir zweimal. Warum ist der eine teurer wie der andere? Ah, die haben verschiedene Werte. Das habe ich jetzt. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Gutes hergeben. Hast du das nicht gesehen? Nee. Aber der da hier scheint stärker zu sein. Den hauen wir raus. So. Halt, wir haben mehr. Noch einen Jumi-Langbogen. Ja. Ah ja. Da bin ich jetzt überfragt. Ich behalte mal beide, weil die schon beide wichtig aus. Aber ich rüste mal den anderen aus, weil der hat so ein. Und Mensch, außer dass der Knopf da nicht auf der Optionstaste ist, nervt ein bisschen. Was? Deine Rufstufe ist gestiegen und du hast Rufpunkte erhalten. Deine verfügbaren Rufpunkte kannst du da Titel einsehen. Jetzt habe ich das erste gar nicht gelesen. Oh, unter Titel, 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 wo sind die Titel? Hä? Keine Ahnung. Also das finde ich immer, also das finde ich aber allgemein bei neuen Spielen komplett bespackt. Die Informationen sind viel zu vermurkst. In solchen Spielen muss man sich immer durchlesen wie so ein Irrer. Vielleicht hier irgendwo. Nö, da steht auch nirgendwo was von Rufpunkten. Kodama Segen, Besucher herbeirufen, Segen, Opfer darbringen, Stufenaufstieg, da kann man auch noch nichts machen, ne? Schutzgeist wechseln. Ach, da haben wir auch nur den einen. Okay, den Schutzgeist müsste ich auch mal herausfinden, wie ich den aktiviere. Das wurde, glaube ich, auch schon mal erklärt. So, dann will ich noch die Waffe wechseln. Machen wir mal einfach den zweiten Jumi-Langbogen in die zweite Slot-Vorrichtung. Dann können wir da ein bisschen rumprobieren. So, jetzt haben wir mal den anderen ausgerüstet. So, jetzt musste ich schon mal ganz kurz das Mikro raus und mal nehmen, weil ich hatte einen Hustenanfall. Bei uns geht es schon wieder voll los. Alle wirken wieder krank. Fünf Pfeile haben wir nur. Was ist denn jetzt eigentlich mit denen hier? Grabstufe 10, das ist mir zu teuer. Das ist gefährlich. Jetzt habe ich wieder den Online-Modus nicht ausgemacht. Jetzt sind wir wieder Ja, aber überall. bist du dir sicher, dass das der Online-Modus ist? Ja, als wir offline waren, waren nicht so viele Gräber da, komischerweise. Aber es waren auch welche da. Sehr seltsam. Vielleicht ist das ja was ganz was anderes. Nee, das scheint schon von den Seelen der Toten zu sein. Also das war auch beim Dark Souls so. Das hast du bloß nie gesehen, weil ich das nie eingeschaltet habe. Ach, das hast du beim letztes Mal noch erklärt, ne? Ja. Mit dem Blut. Haben wir natürlich hier die schöne Abkürzung. Muss man nicht mehr allzu viel Geschmack machen. Was hast du gemacht? Das ist jetzt mein Tiermodus. Das ist mit Dreieck und Kreis gewesen. Weißt du das noch beim Endgegner beim Anfang? Das wollte ich jetzt einfach mal testen, wie das hinhaut. Kannst du mal probieren, wenn die drei da sind? Also ich wollte es jetzt erstmal testen, weil. Aber das kostet dich doch was, oder? Irgendwelche Punkte, ja. Amrita, oder? Amrita, ja. Amrita. Also nicht die Seelen, sondern Amrita. Schauen wir mal, der hat Stufe 7. Welche Stufe haben wir? Weiß ich nicht.
Rückkehr bekämpfen. Machen wir mal. Alter Schwede. Der scheint hier stärker zu sein. Holla. Hey, hey, hey. What's it doing? So einfach ist das gar nicht. Der ist ja ziemlich stark. So geschafft. 9 Ruhm erhalten. Ruhm. Ah. So, hier hinten ging es noch wohin, wo wir noch nicht waren, ne? Da ist erst einmal... Da waren wir schon. Nee, da waren wir eben noch nicht. Da hinten ist noch eine Strecke, die wir nicht gemacht haben. Da waren wir nicht, aber hier waren wir schon. Genau. So, erst mal beten, dass wir wieder volle Säfte haben. Und ich muss ja jetzt nicht unbedingt gleich zu den drei... Ach ja, da war ja einer, genau. Zu den drei Samurai. Oder erstmal ein bisschen Seelen farmen. Seelen. Krieg einfach die Seele nicht aus dem Kopf. Da geht's runter. Ja, geht's dann hier nicht runter zu den dreien? Anscheinend ja. Oh, oh, oh. Oh, voll schief. Perfekt. Könnte möglich sein, könnte möglich sein. Hier ist nichts. Ja, da hinten sind wir quasi nur hier ums Eck. Jetzt versuche ich mal. Hä? Nee, wir sind an einem anderen Eingang. Das ist der Hintereingang. Woanders, ja. Das sieht zwar so aus, das scheint auch der gleiche Raum zu sein, aber hier kommen wir von der anderen Seite. Ja, da sind sie. Jetzt tun wir uns mal vorsichtig da rumschleichen. Mensch, überall diese roten, blöden Schwertgräber. Das schaut so bescheuert aus. Also das regt mich auch schon bei Dark Souls sehr stark auf. Das ist, wenn man Dark Souls online spielt und sich das nicht gewohnt ist, ist es dann wie ein Grafikschock, weil du überall die Blutpatsche hast. Deswegen mache ich es auch nicht. Den bin ich jetzt mal lieber auf Nummer sicher gegangen. Das sah ein bisschen gefährlich aus. Da noch einer. Oh. Da. Oh ja, den hätte ich jetzt gar nicht gesehen, siehst. Ist der nicht tot? Der ist tot. Oh, der ist tot. Hat er keinen Sake mehr. Sorry. Jetzt schauen wir mal noch da rein, vorsichtig. Aber rein gehe ich nicht. Wer weiß, was da ist. Obwohl, du bist schon drinnen, ne? Ja, ja. Du hast das Funkeln gesehen und da hast du dir gedacht. Lass dich nicht von unheilvollen Kida-Yokai verschlingen. Okay. Was ist das? Das sind die Yokai. Yokai Watch? Ja, versprochen, niemals Hand an mich oder die anderen Mädchen zu legen. Also es gibt doch Frauen. Ja, ist ja gut. Natürlich werden die hier nicht gut behandelt. Wow, 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 wow. Okay. Der Hackfleischrassen ist der Hacker, sag er mal. Macht der da?
Und ich kann nicht diese Yokai-Technik einschalten, diese spirituelle Form. Okay, ja, weil es noch nicht voll ist. Ich kann Steinchen werfen. Bringt das was? Ich weiß es noch nicht. Ich kann so eine Bombe werfen. Ja, die habe ich aber nicht ausgerüstet. Die kann ich jetzt schlecht noch ausrüsten. Ah! Machen einfach das Brunnenspiel mit ihm. Das ist immer sehr erfolgreich in jedem Spiel. Bestimmt allerdings. Wo sind wir jetzt da liegen geblieben? Ich weiß es nicht. Viele Steine habe ich ja nimmer. Eine noch. Okay, das hat's nicht gebracht, wirklich. Ach, das sind deine Steine, oder? Nee. Nee, das war jetzt ein Geisterstein, das war jetzt was anderes. Ich kann den verdammten Fuchs nicht rufen. Da muss ich wahrscheinlich erst ein paar Gegner töten. Und nicht aufschlagen. Ja, weil ich es vorhin ausprobiert habe. Mei. Aber der sieht mal cool aus. Der sieht echt cool aus. Das ist mal was anderes. Ja, ja, das Blöde ist, der trifft auf einen Schlag die halben Leben weg. Jetzt bräuchte ich halt Pfeile. Tja. Der da wohl auch nochmal auftauchen wird, wo du gebetet hast. Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ich muss jetzt nochmal ein bisschen mich konzentrieren, weil jetzt wird's gefährlich. Scheiße. Was ist das? Was hat er da gemacht? Ich hab Angst. Scheiße. Ah. 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 Oh mein Gott, ich glaube, das war's. Menschen, Monster. Ich habe den Hausschlüssel, der bringt mir wenig. Oh, der ist der nächste. Ah! So geht's auch. Ich brauche bloß einen Trank, dann geht's mir wieder gut. Du kriegst jetzt keinen Trank. Der perfekte Ki-Impuls aktiviert das Ki in deiner Umgebung und vertreibt die Kräfte des Yokai-Reichs. Das bringt mir alles nichts. Da liegt was, oder? Nee. Ich schau jetzt bloß. Nee, da gibt's nur ein Grab. Scheiße. Tja, läuft doch nicht so gut. Also ist ja die Frage, ist der wieder geheilt, wenn ich wieder zurückkomme, oder ist der noch besiegt, also ist er noch mit Lebenverlust, oder dann kann ich jetzt hier mich zumindest in aller Ruhe ausrüsten. Der wartet ja schon auf dich. Kopfbedeckung. Oh, wir haben ja voll die Köpfe. Aha. Was ist noch das? Schaut aus wie eine Schildkröte.
Ja, der da hier sieht natürlich am coolsten aus, ist aber nicht der stärkste. Wir machen mal den da hier, das ist der stärkste. Dann haben wir hier auch noch lauter neue Sachen. Aber die sind alle schwächer. Blitzschutz, Lähmungsschutz. Okay. Hm. Dann nehmen wir mal Lähmungsschutz, oder? Hört sich so an, als wenn der Lähmungsschutz hier besser wäre. Vielleicht die Bomben noch? Ah, die Bomben, genau. Die Bomben. Die Bomben, die Bomben. Bobobeng, bobobing, bum bum bum. Geht dir gut? Ja. So. Und heiliges Wasser haben wir ja auch noch. Ich müsste mal wissen, wie man hier das wieder verändert. Also da bin ich ein bisschen... Horokodama, das sind die Bomben, ne? Eine Keramikkugel gefüllt mit Schießpulver durch die starke Explosion schießen. Splittern in alle Richtungen. Okay, das tun wir mal rein. Hä, das waren doch die unten, oder? Kaiodama. Ja. Ja, wir tun halt mal alles rein. Dann schauen wir mal. Hier haben wir nämlich noch irgend so ein Wasser. Heiliges Wasser. Und hier haben wir noch. Kleiner Geiststein, Splitter hochkonzentriertes Amrita, der einen schwachen goldenen Licht leuchtet, als wäre darin ein Glühwürmchen. Verwende es, um 100 Amrita zu erhalten. Ach, das ist sowas wie eine Seele dann quasi. Wie eine kleine Seele, ja. Und hier Geisterstein, groß ist eine große Seele. Okay, okay. Feueramulett verleiht bei Benutzung deiner Waffe die Macht des Feuers, als Onjo Magier ihre sagenumwobenen Methoden auf dieses Amulett anwenden, versahen sie es mit Feuerenergie, die Onjo Magie verändern kann. Okay. Dann gucken wir mal. Jetzt schauen wir erstmal, ob das Wasser heilt. Nein. Okay. Das ist Schiede. Das war der. Dann tun wir mal jetzt das hier. So, jetzt schmeißt er mal zwei Bomben drauf, dann müsste doch gut sein. Beobachte, dass noch irgendwie der andere ist. Yeah! Hab nicht genug erwischt. Muss mehr von den Mistkerlen töten. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Wo ist der andere? Weiß ich nicht, aber ich habe jetzt erstmal den Großkopf besiegt. Das ist ja schon mal. Du solltest dich jetzt lieber heilen. Jo, vorsichtig. Ja, jetzt gehe ich erstmal hier in das Eck und rüste mich wieder neu aus. Weil da sind ja schon wieder neue Sachen drin. Jetzt tun wir uns hier mal ins Eckchen legen und kurz schlafen. Machen wir mal einen kurzen Cut. Würde ich sagen. Oder wie weit sind wir von der Zeit her? Naja. Sind wir schon wieder bei 20 Minuten fast? Sind wir schon wieder bei 20 Minuten? Ja, dann machen wir hier den Cut. Muss ich mir jetzt erstmal die Strategie überlegen. Also, ihr könnt uns dafür haten. Bis morgen. Ciao. Ciao.